Charlie war da. Dann müsst ihr so vorne dann der Weg kommen. Geradeaus. Bergwerk. Da geht's da lang. Ach, wie steht die Meute? Jetzt laufen wir da rein. Keine Angst, ich hab GPS an. Ich hab's Google Maps an. Ich weiß, wo wir laufen. Nach Google Maps ist der richtige Weg. Der Zug wieder. Kann ich auch mal was machen? Was? Da ist ein Mulde. Und da vorne ist der Wegschild. Oh. Weiß ich nicht. Da vorne ist eine Gottesgabe. Gottesgab. Ja, da müssen sie ja. Kommst du da lang?
Ja, der schaut normal aus der Weg. Zu Gottesgabe. Jolli, was ist das? So. Wandern auf den Spuren des Bergleute. Gottes gab größte überdachte Baustelle. Im Silberberg haben wir als Erze hauptsächlich Kiese, Schulfit, Erz und chemisch gesehen bestehen diese aus Metall, hauptsächlich Eisen und Schwefel. Ursprünglich wurden die Erze durch Feuersetzen abgebaut. Durch die Hitze bekam das Gestein Risse und konnte dann leichter mittels Hammer und Schlägel gebrochen werden. Später um 1780 wurden Feuersetzen und Schwarzpulver parallel eingesetzt. Seit es Dynamit und Pressluftbohrer gibt, fanden auch diese Hilfsmittel Verwendung im Bergwerk. Erz und Abraum wurden mit Hutten aus dem Berg transportiert. Seit 1910 war in Silberg Pressluft im Einsatz. Sie wurde durch eine Dampfmaschine, die auch Strom produzierte, erzeugt. Hier. Hat man genau gesehen. Im Bergwerk. Die Gottesgabe. Sorry, bergauf, Asthma. Die Dämpfe. Das ist wieder viel, muss ich mich vorlesen. Hier. Gottes gab oberste Teufel. Urkunde von Montag nach Quasimodok Genitil 1463 ins 18. April 1463. Herzöge Johann und Sigmund von Ober- und Niederbayern gewähren das Schurfrecht in einem Berg bei Bodenmais. Diese Urkunde belegt die Verleihung der Gebrube des amtlichen, allmächtigen Gottes Gorb. Von da an gehört die Grube zu den anderen Fundgruben desselben Bergwerks am Silberberg. Dabei hält die Gewerkschaft in Bodenmais zudem alle Freiheiten und Rechte, wie sie für das Bergwerk des Herzog Wetters Ludwig von Bayern in Grattenberg in Tirol angewählt werden. Ja, ist auch sehr schön, oder? Gut. Sehr schön. Die Gottesgabe.
Kopf mit Wasser runter. Ja. Die Gottesgabe. Yes. Sehr schön hier, sehr schön. Was ist? So. So. So Leute, euer Justus König, der andere YouTuber aus Würzburg, ist jetzt hier an der Gottesgab, an der Ebenecher Schopfstelle hier. Eine Schöpfstelle und hier sind die fünf Freunde vorbeigelaufen, wo sie die Gangster geflüchtet sind, die sie mit verfolgt worden mit ihren VW-Kübelwagen. Uki und die zwei bösen Brüder. Oh, Phil und sein Bruder. Die fünf Freunde, Dick, Julian, Anne, George und Timmy der Hund mit den anderen Hardy verfolgt worden sind. Hardy erkennt. Folgt uns hin, weil sie im grünen Auge das wertvollste Markt, das grüne Auto, das grüne Auge, das wertvollste Markt der Welt haben, gefunden haben, hier am Bergwerk, also im Film halt. Ja, ist wunderschön und cool, yes, einfach nur cool, schön, haben wir die Gottesgabe gefunden, Gabe, Gottesgabe, ja, jetzt so laut, auf der Spur unserer fünf Freunde. Fünf Freunde! Wo seid ihr? Fünf Freunde! Ja? Ja, da haben wir die fünf Freunde. Die kommen aber, ja? Ja, ja, wir kennen das ja. Das ist George. Das ist George. Die anderen kommen noch. Yes. Da war so deutlich. Und jetzt geht's wieder runter. So.
Da ist eine Höhle, Eingang mit vollem Wasser. Gut. Wir gehen jetzt runter, wo wir gekommen sind. So. Dann geht's wieder runter. Wahnsinn! Ein steiger Ton runter. Was soll ich sagen? Steiger Ton runter. Wo bist denn du? Ich bin gerade hier. Gott. Ich habe doch von den Dings genommen, von Enzo. Hast du Deutsch? Ja, ich habe doch abgeschlossen. Du hast da drin, ist da Cola zum Trinken? Ne? Hm? Eine Cola zum Trinken? Ne? Ja. Wenn du willst. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das glaube ich dir. Ich habe da vorne, glaube ich, noch was gesehen. Oh, da geht schon hier scheiße runterzulaufen. Was? Ja. Doch. Achso, da war oben rausgekommen. Ja. Jetzt verstehe ich. Und runter gehen muss auch besser. Scheiß Weg. Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung. Jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Hey, Hamburg ist ja! Halten wir für immer zusammen? Hey, Hamburg ist ja! Freunde sind wir für alle Fälle. Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Dick, bist du? Seid ihr Landstreicher oder sowas? Sehen wir so aus? Ich bin Hardy. Und das ist Robi. Ich bin Robi, dein Freund. Okay, das Vögelchen verlässt das Nest. Dick ist entführt worden. Warum sollte der entführt werden? Weil sie ihn mit dir verwechselt haben. Was könnten die von dir wollen? Ihr seid hinter dem grünen Auge her? Neue Abenteuer. Dick muss hier irgendwo versteckt sein. Was soll denn das? Neue Geheimnisse. Timmy, das ist Dick.
Ich mach das. Oh Mann, was gefurzt. Los, runter! Manchmal ist es gar nicht so schlecht, einen großen Bruder zu haben. Fünf Freunde, zwei. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war denn das? Fünf Freunde, zwei. Ab 31. Januar im Kino. Timmy.